Ja, liebe Freunde, vieles, was man heute mit uns so anstellt, kann man nur machen aufgrund unserer mangelnden Souveränität. Und wenn wir unsere Souveränität mal suchen und beleuchten wollen, müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Und das ist einer der Gründe, warum ich am Sonnabend jetzt in Dresden beim Treffen der Bundesstaaten mit dabei bin. Da geht es unter anderem genau um diese Frage. Diesmal sind wir Gastgeber in Sachsen und es wäre ja gelacht, wenn wir nicht mit einem weiß-grünen Fahnenmeer Dresden schmücken würden und unsere Gäste aus den anderen deutschen Ländern begrüßen würden. Natürlich die weiß-grüne Fahne mit unserem schönen königlichen Wappen drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns und Dresden wird am Sonnabend weiß-grün. Bis bald.